Ciao. Bianca. Servus, Philipp. You got the best parking spot. Vertreter gewechselt, die einen springen runter, die anderen klettern rauf und dann kommen die nächsten zwei Spieler. Habt ihr mitbekommen da oben, oder? Super, einmal lächeln hier. Super, guck einmal hoch, bitte. Schippi, 30 Meter. Schaffst du das? Schaffen tue ich das auf jeden Fall, aber Respekt ist da. Um welche Zeit denkst du, hast du? Na, ich will schon zügig hochlaufen. Aber ich kann das nicht einschätzen. Also ich glaube, wenn man selber noch nicht da hochgelaufen ist, kann man das nicht so einschätzen. Ich nehme, wie man so schön sagt, Step by Step. Man könnte ja meinen, aufgrund der Größe der kleineren Beine wird es länger dauern, aber es könnte auch ein Vorteil sein, weil der kurz zum Weg zum Stufe zur Stufe hast. Ach, ich glaube, das spielt so gar keine Rolle, glaube ich. Ich glaube, man muss einfach nur die Beine bewegen, einfach hoch. Ohne Pause. Wenn man irgendwie hängen bleibt, natürlich nimmt es Zeit weg, aber das muss man halt versuchen zu vermeiden. Wir werden sehen. Ja, ich auch. Der gesunde Affenkäfig, wie war es da drin? Affig? Es war anstrengend. Es ist ungewohnt, die Flasche auf dem Rücken. Man merkt es jetzt zwar nicht so, aber die hindert dich doch beim durch gewisse Hindernisse gehen und beim Rumrutschen. Also es ist nicht ohne. Also jetzt muss ich erstmal Respekt sagen, dass die Jungs da echt durchmarschieren und das wirklich durchziehen. Und die Bällepart war wie bei Ikea oder schöner? So wie Ikea, ja, ganz normal. Kennen wir halt Bälleparadies und macht Spaß. Auf los geht's los. Achtung, fertig, los! Dominik, Glückwunsch zum Derby-Sieg. Da kommt ein Präsent. Den Sieger. Genau, für den Sieger als Erinnerung, wo der erste Sieg der Saison geholt wurde. Glückwunsch, Doppel-Derby-Sieger. Habt ihr das richtige Team ausgewählt für heute? Ich denke, wir haben das richtige Team zusammengestellt. Jeder hatte seine Spezialdisziplin und somit haben wir dann den Sieg nach Hause geholt. Jetzt wissen Düsseldorf und Köln, was in Krefeld passiert diese Saison. Also jedes Mal 3 Punkte gegen die beiden anderen Mannschaften. Ja, das Motto heißt ja angreifen dieses Jahr und da haben wir jetzt ein gutes Zeichen gesetzt. Genau, ich würde mal sagen, der erste Angriff, die Marke ist gesetzt, die nächsten werden folgen. Genau.